Weil ich finde, es läuft auch nur noch Schwachsinn im Fernsehen. Also es kommt einfach nichts Vernünftiges mehr. Du hast hier nur noch deine komischen Reality-Shows wie Big Brother. Also ich muss ja zugeben, damals als Big Brother angefangen hat, da hat mir das ja noch einigermaßen gefallen. Da fand ich das ja noch lustig. Am besten fand ich ja das mit der Burg, wo sie dann in dieser Burg drin waren und so mittelalterlich leben mussten. Das fand ich am besten, aber seitdem ging es meiner Meinung nach nur bergab und ich gucke mir das auch mittlerweile gar nicht mehr an. Also das ist, oder so Sachen wie X-Diaries oder Berlin Tag und Nacht. Leute, was soll denn der Scheiß? Diese Zwangsunterhaltung im Fernsehen, weißt du, das ist einfach, also, da wundert es mich nicht, dass viele Leute, das ist tatsächlich so, dass viele Leute dann auf YouTube gehen und sich lieber so Sachen wie Let's Plays angucken. Also das habe ich jetzt auch schon bei vielen, vielen YouTubern gelesen von Zuschauern, dass die viel lieber die nächste Let's Play-Folge einschalten, also einen Rechner anmachen und sich einen Let's Play reinziehen, anstatt dass sie einen Fernseher einschalten. Also das ist schon krass, sowas. Und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Sieht das aus? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann das so lassen. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so und werde dann mal zuhören, was eure Meinung von dieser Kreatur hier ist. Also täte mich auch mal interessieren, ob die so passt. Wobei, das mit den Hinterbeinen werde ich wahrscheinlich noch anders machen. Ich möchte nämlich ganz gern so Exoskelettteile machen. Pass mal auf, kann ich eventuell die Beine rausschmeißen? Wie viel Kohle haben wir denn dann? Wenn wir jetzt mal die Exoskelettteile hier runternehmen. Sieht das aus? Pass mal auf, wenn wir die mal ein bisschen laufen lassen. Weil ich will ja hier noch Flügel, ne? Das soll ja eine Art Drachenkreatur werden. Du sollst doch nicht spoilern! Ja, na und? Du musst es dir ja nicht anhören. Nein. Also ich möchte hier dann schon noch ein paar gescheite Flügel finden, damit das Viech auch fliegen kann. Aber ich weiß nicht, sähe das aus? Bin ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, das kommt schon gut. Also das Laufen sieht interessant aus. Geh mal. Nein, warte. Machen wir das. Ach, ich muss ja hier zurück. Sekunde. Wenn jemand mal sagt, rückgängig. Rückgängig. Was haben wir denn jetzt für eine Fähigkeit? Da gehen zwei Fähigkeiten verloren. Und zwar einmal war das jetzt hier tanzen und sprinten, ne? Okay, das ist nicht schön. Wenn wir, pass mal auf, wenn ich jetzt beispielsweise diesen hier mache. Das sieht ja auch scheiße aus, oder? Oder pass mal auf, wenn ich jetzt den rausschmeiße und dann den mal da hinsetze. Seht das hier? Doch, das kommt schon besser, ja? Doch, das kommt besser. Weißt du was, dann werde ich jetzt einfach mal, oh, wir haben noch 74 DNA-Punkte. Können wir denn da mal irgendwie zaubern? 75. Oh Mann, ein DNA-Punkt fehlt. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist, wenn ich die Flagellen wegschmeiße? Wir brauchen doch nicht 4 Flagellen, oder? Hier, komm, raus damit. Das werden wir nachher ohnehin noch ändern. Hier mit so Peitschpelz. Zaubern Stufe 2. Oh, Gesundheitsstufe 2. Das klingt schon besser. Weißt du was? Das setzen wir jetzt mal. Setzen wir das mal dahin. Kann ich das Zeug kopieren? Wie geht denn kopieren? Ah, 75. Nee, das kannst du vergessen. Machen wir es mal so und vielleicht ein bisschen so. Pass auf, dann müssten die aber ein bisschen weiter hoch. Ne, die machen wir hier flacher. Genau. Und dann setzen wir da in die Mitte nochmal so Steinchen rein, die aber dann spitz werden. Ja, das sieht interessant aus. Sieht interessant aus. Das wird schon. Das Viech ist noch lange nicht fertig. Keine Sorge. Ich mache jetzt hier erstmal speichern, damit wir aus dem Designer rauskommen, weil ich glaube, wir sitzen fast eine komplette Folge im Designer. Das geht gar nicht. So. Black Screen. Hallo, Black Screen? Geht's weiter? Ah ja, okay. Es geht weiter. Ich glaube, wir dürfen gleich wieder was lernen. Das Viech da drüben sieht ja lustig aus. bezaubern. Okay. Bezaubern. Boah, Alter, wie die Pranken von dem aussehen. Das ist ja abartig. So, und spucken.
Oh, ich habe ihn getroffen. Sorry. Babykugel. So, wir haben 19 Lebenspunkte. Finde ich klasse. Ich werde jetzt erstmal hergehen und sagen, speichern. Und dann lasse ich jetzt das, Nein, warte mal, das waren ja schon alle Kommentare. Was red ich denn da? Was red ich denn da? Ich habe doch schon sämtliche Kommentare einblenden lassen. So ein Schwachsinn, also ehrlich. Nee, ich glaube, ich werde das mit den Kommentaren öfters machen, dass ich da einfach ein bisschen was mit einblenden lasse. Und keine Sorge auf das... Also beim Laufen flattert er schon mit dem Ding. Kommt er so schneller voran? Ja, ne? Also das Beantworten von Kommentaren auf der YouTube-Seite werde ich übrigens nicht sein lassen. Ich werde da trotzdem noch drauf antworten und ich glaube, das Springen, das könnte auch mal ein bisschen üben hier, ne? So, gespeichert haben wir ja gerade. Wie wäre es, wenn wir dich jetzt mitnehmen, ne? Okay, nehmen wir den mal ins Rudel mit auf und dann suchen wir uns neue Opfer. So. Ich muss nochmal schauen, wann habe ich denn angefangen? Ja, das war jetzt natürlich ganz schlau. Ich glaube, 14.55 Uhr war es, als ich angefangen habe, oder? Da hinten wird gekämpft! Warte, ich nehme den Stock mit. Sicher ist sicher. Und jetzt vorwärts. Alpha Klur. Alpha Klur 15. Angreifen. Vorwärts. Feuer frei. Und jetzt macht das Viech kalt. Uah! Stirb. Stirb. Stirb, du Bastard. Oh oh. Evolutionssprung. Was ist denn mit dem Kollegen da hinten passiert? Dreht sich und ist weg. So, jetzt gibt es erstmal Kopfschmerzen, weil unser Hirn ist gewachsen. Mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Also für mich und noch einen. Apropos, wo ist ein... Kollege? Du siehst ungesund aus, du solltest... Nein, du siehst nicht ungesund aus. Ach, du bist geheilt worden. Wir haben 29 Lebenspunkte. Juhu! So, dann nehmen wir uns nochmal einen Partner mit, aber nicht den Partner, weil der Partner, der ist mir ein bisschen zu, ne, und so. Wie wär's denn mit dem Partner? Moment, kurz switchen. Jetzt hier. So, folge er mir unauffällig. Folgen! Vorwärts mal. Oh, halt, warte mal, ganz wichtig. Speichern. Gibt's denn hier nicht irgendein... Warte mal. Steuerungseinstellungen. Kreatur bewegen. Richtungsanweisungen. Kamera. Zoom. Wo waren das? Kannte man hier nicht irgendwo... Richtungsanweisung. Gab es denn keinen Hotkey oder sowas, wo man sagen konnte, beispielsweise mit F5 hier Spiel speichern? Scheinbar nicht. Finde ich schade. Finde ich wirklich sehr schade. Naja, egal. Jetzt werden wir erstmal den Kollegen da drüben Besuch abstatten, weil... Meint ihr, wir sind stark genug, um es mit denen aufzunehmen? So. Ach bitte, also wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, ne, dann... Also dann fange ich wirklich das Lachen an. Angriff, macht ihn kalt. Jetzt aber hier wird der Laden gerockt, Freunde. Nochmal drüber schlagen. Ich meine, ich könnte es auch mit der Tastatur machen, das Kämpfen, aber das ist jetzt nicht so. So, machen wir gleich den nächsten kalt. Den da drüben anspucken. Von der Seite mal ordentlich anstupsen, ne? Wie auf Facebook machen wir das, stupsen ihn jetzt mal an. Ziehen ihm unsere Fresse drüber und dann nochmal die Klauen. Boah, ich sehe in dem Getummel hier gar nichts. Das ist gleich der nächste, den können wir auch mal kalt machen hier. Komm schon. Oh oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Also noch nicht, aber gleich. Komm schon. Wir gehen jetzt zu dritt auf einen, das werden wir doch wohl hinkriegen. Ich zoome mal ein bisschen raus für einen besseren Überblick. Jawohl. Stupsrüssel. So, jage 2 Erythra, Belohnung 40 DNA. Da mal ein Baby-Erythra, das vergiften wir jetzt mal ganz kurz und machen es kalt. So, einen noch. Hahaha, Sieg. Boah, Alter, hat das fette Füße. Guck dir das mal an. Waldbrand raustreter, das sag ich dann nur. So, Handy hat schon wieder geklingelt und ich muss zusehen, dass ich langsam aber sicher wirklich mal ein neues Handy bekomme. Da drüben haben wir schon die nächsten Opfer, sehe ich gerade. Merken. Wo ist denn jetzt das... Ah, da haben wir sie.
Idee.